Das wandelnde Essen. Früchte sind überhaupt nicht lecker. Ich mag Fast Food. Du wirst zu dem, was du isst. Lass mich dir eine Geschichte erzählen. Was ist los mit dir? Du siehst auch falsch aus. Laut Wulfu verwandelt sich jeder, der viel von etwas isst, in diese Sache. Aber wir sehen trotzdem cool aus, oder? Ja! Siehst du, ein Burger zu sein ist gar nicht so schlimm. Es ist nicht so, wie du denkst. Glaubst du, dass Wulfus Denken richtig oder falsch ist? Nein, nein, nein! Siehst du, zu viel Fastfood zu essen macht dich nur dick. Lustige Geschichte, mein Sohn. Aber sie entspricht nicht ganz der Wahrheit. Zu viel Fastfood zu essen ist nicht gut für eure Gesundheit. Ihr müsst eine abwechslungsreiche und nahrhafte Ernährung haben. Das goldene Paar Schuhe. Wow! So cool! Nun, Wulfo stellt sich also die Zeit vor, in der er das goldene Paar Schuhe benutzen kann. Ich werde diese kaufen. Und so beschloss Wulfo, das goldene Paar Schuhe zu wählen. Ich habe ein paar goldene Schuhe. Keiner kann mich schlagen. Ich. Ich werde gewinnen. Wulfo, zeig ihm deine Macht. Mal sehen, Kinder, ob das goldene Paar Schuhe wirklich so magisch ist. Wie in Wulfus Fantasie. Ja. Großartig! Fertig, los! Wulfo, Wulfo! Oh nein, die eine Schuhsohle von Wulfo ist abgeplatzt. Ich werde gewinnen, Verlierer. Komm schon, Wulfo. Niemals aufgeben. Oh, um das Rennen fortsetzen zu können, muss Wulfo das alte Paar Schuhe von Lehrer Bull anprobieren.
Genug Soda. Trink nicht so viel Limonade, Wulfu. Nimm etwas Wasser. Soda ist viel besser als Wasser. Oh, was für ein großer Superman-Wasserreiniger. Trink mehr Wasser, okay, mein Sohn? Das Wasser könnte nicht besser schmecken. Nun, ich bin neugierig, auf welche Idee Wulfu gekommen ist. Wow, es stellt sich heraus, dass Wulfus Idee darin bestand, das Mineralwasser im Wasseraufbereiter durch Limonade zu ersetzen. Oje, und um die Sicht zu verdecken, hat Wulfu farbiges Papier über den Luftreiniger geklebt. Macht, mein Sohn. Warum rülpst du so oft? Wusstest du, dass es wirklich schädlich ist, so viel Limonade zu trinken? Man kann übergewichtig werden und sich die Zähne ruinieren, indem man Limonade trinkt. Habt ihr euch durch die Warnung von Mama Wolf schon an die schädlichen Auswirkungen von Limonade erinnert, Kinder? Ich werde es nicht wieder tun. Ich werde jetzt Wasser trinken. Geh jetzt auf die Toilette, bevor du dir in die Hose machst. Heiße Milch oder kalte Milch? Sie ist hungrig. Heiße Milch ist das Beste für sie. Lucy! Du wirst sie einfrieren. Und du wirst ihre Zunge mit diesem Ding verbrennen. Oh, die beiden Geschwister haben unterschiedliche Meinungen. Was ist los, Leute? Daddy, Jenny mag doch heiße Milch, oder? Nein! Kalte Milch!
Ich verrate euch die Antwort. Wow, Kinder, mal sehen. Jenny wird Wolfos heiße Milch oder Lucys kalte Milch lieben. Willkommen im Eismilchladen. Schau her. Willkommen im Feuermilchladen. Also, die beiden Milchläden der beiden Geschwister sehen so toll aus. Ich muss es zuerst probieren. Es ist zu heiß. Es könnte ihre Zunge verbrennen. Sie wurde krank, weil die Milch viel zu kalt war. Jenny liebt warme Milch. Sie ist weder zu heiß noch zu kalt. Aber wie macht man warme Milch? Mische einfach heiße und kalte Milch zusammen. Ja! Und so haben die beiden Geschwister dank Papas Erklärung Frieden geschlossen. Ich werde in Zukunft so stark sein wie er. Ich werde der Stärkste sein. Wer ist stärker? Dann lass uns nächste Woche um diese Zeit einen Stärkewettbewerb machen. Okay. Wofür ist so stark? Oh nein, ich muss jetzt üben. Ja. Siehst du, Bendo? Ich bin so stark! Oh mein Gott! Die Wahrheit ist nicht das, was Wolfo denkt. Ja! Worüber haben die beiden kleinen Freunde denn geflüstert? Wolfo war wohl zu ängstlich, um zu kommen. Also werde ich für euch auftreten. Leute, schaut mal. Wow, Wolfo kann sogar Panzer ziehen. Da sind alle so überrascht. Oh nein. Gewonnen! Aber, oh, das ist ja nur Pappe.
Wolfo, du hast geschummelt. Ja. Wolfo. Schummeln ist falsch. Es tut mir leid. Ich wollte einfach so gerne gewinnen. Anstatt zu wetteifern, wer der Stärkere ist, warum helft ihr euch nicht gegenseitig? Wow. Nutze deine Kraft, um Menschen zu helfen und gute Arbeit zu leisten. Das wäre so viel besser. Wow. Wir haben es geschafft! Wow. Dr. Cat, was ist das? Das ist ein Emotionsscanner. Er kann die Emotionen von Menschen erkennen. Der Emotionsscanner. Aha! Oh. Kann ich es mir für eine Weile ausleihen? Denke daran, es für einen guten Zweck zu verwenden. Ja! Ja! Mal sehen, wie wird Wolfo diese Maschine benutzen, Kinder? Nein, Bufo und Piggys Gefühle sind Wut. Was wird Wolfo jetzt tun, um seinen beiden Freunden zu helfen? Hört auf, Leute! Ihr seid doch gute Freunde. Seid nicht so unhöflich zueinander. Aber oh, sobald sich die Gefühle von Bufo und Piggy verbessern, geht es mit Pandos Gefühlen bergab. Ich habe gerade einen Albtraum gehabt. Ein Eismonster wollte mich einfrieren. Oje, dieses Mal ist es Cat, deren Gefühle sich verschlechtern. Was ist passiert? Ich habe gerade einen Kuchen gegessen, den ich selbst gemacht habe. Er hat so schlecht geschmeckt. Wow, dank des Emotionsscanners von Dr. Cat hat Wolfo seinen Freunden geholfen und ihre Gefühle verbessert. Wolfo, der Zahnverkäufer. Wolfo, erzähl mir von deinem Traum. Ja. Ich werde ein Zahnverkäufer werden. Oh, warum hat Wolfo so einen Traum in der Zukunft? Ich bin gestern auf diese Idee gekommen, als ich euch gestern gesehen habe, wie ihr viele Süßigkeiten gegessen habt. Aha. So süß. Vielleicht weiß nur Cat, wie man sich gesund ernährt. Aha, Cat ist keine Ausnahme. Es tut so weh. Mach den Mund auf. Oh nein, die haben doch alle Karies. Wirklich? Oh. Ich erzähle
erzähle dir mal was über mein zukünftiges Zahngeschäft. Mal abwarten. Der Zahnverkäufer Wulfu, wie wird er seine Ware verkaufen? Ich glaube, das wird dir passen. Schön. Ich glaube, ich werde das nehmen. So gut. Ich nehme das hier. Ja. Aha. Welche Art von Zähnen würde wohl für Piggy empfehlen? Wow, Wulfu ist sehr reich geworden. Er sieht so glücklich aus. Wenn du zu viele Süßigkeiten isst, wird Wulfus Traum wahr werden. Ja, wir wollen nicht, dass das passiert. Also essen wir nicht zu viele Süßigkeiten. Muttergeschichten. Das bin ich. Mami! Deine Mami trägt ein Baby aus, deshalb ist sie müde. Es war genau wie damals, als sie dich bekam. Das Baby ist so groß. Es wird ein bisschen schwierig sein für dich, es zu gebären. Mein Baby, beeil dich und komm raus. Oh, während seine Eltern sich auf Wulfu freuen, spielt er immer noch im Bauch seiner Mutter, weigert sich aber herauszukommen. Komm schon, Schatz. Lass mich für dich singen. Komm schon. Endlich! Wulfu ist geboren, Leute! Ich wusste nicht, dass es so schwer für dich war, mich zu gebären. Baby, komm raus, um mit mir zu spielen. Kümmern wir uns gemeinsam um Mami. Wulfu, lass uns Fußball spielen. Oh nein! Halt! Wir lieben dich, Mami! Engeltelefon oder Dämontelefon? Morgen werden wir... Du
müsst auf die Straße aufpassen. Starrt nicht einfach so auf eure Handys. Spiel mit mir, ich habe viele lustige Spiele. Oh nein, das Engelstelefon ist nur erschienen, um Wulfo zu beraten. Jetzt ist das Dämon-Telefon erschienen, um Wulfo zu verführen. Pass auf! Oh je, Wulfos Konzentration auf sein Telefon hat diesmal Herrn Zebra in Gefahr gebracht. Es tut mir so leid. Du hast mir heute schon zu viele Probleme bereitet. Nein, Wulfo. Das liegt daran, dass du dein Handy nicht richtig benutzt. Ich zeige es dir. Quadrat. Kreis. Seht, Kinder, dank des Engeltelefons konnte Wulfo so viele verschiedene, interessante Welten erkunden. So heiß! Das ist richtig. Es gibt viele coole Dinge, die du mit mir lernen kannst. Hallo, Wulfo. Ich kann dir helfen, überall Leute zu kontaktieren. Siehst du? Wenn du weißt, wie man es richtig benutzt, wird dein Telefon super nützlich sein. Die Superheldenfamilie. Eine Superheldenfamilie zu haben ist so cool, Oma. Ist Daddy so stark wie Hulk? Wow, Wulfos Einbildung. Papa hat die übermenschlichen Kräfte von Hulk. Aber oh, Papas tatsächliche Stärke war weit von Wulfos Vorstellung entfernt. Papa hat nicht die Stärke von Hulk. Diesmal hat auch Mama Wulfo enttäuscht. Meine Eltern sind nicht so cool wie die Superhelden-Eltern im Film. Superhelden-Eltern zu haben ist vielleicht nicht so cool, wie du denkst.
Oh, es stellt sich also heraus, dass die Tatsache, dass Papa eine außergewöhnliche Stärke hat, auch ihre Schattenseiten hat, Kinder. Wulfo, ich muss jetzt die bösen Jungs fangen gehen. Wulfo! Ha. Zeit zum Abendessen. Abendessen. Wow. Siehst du, Wulfo, deine Eltern brauchen keine Superkräfte, um dir die besten Dinge zu geben. Du bist immer besser als alle Superhelden. Ha. Pando, hör auf zu schnarchen. Pando, hör auf so zu essen. Das ist nicht gut für deine Gesundheit. Ja, du solltest vor dem Schlafen nicht zu viel essen. Wen interessiert das? Oh, Pando weigert sich, auf den Rat seiner Freunde zu hören und isst weiterhin viel. Schau, Pando hat auch während seines Mittagsschlafs weitergegessen. Genug! Oh mein Gott, wer schnarcht denn da so laut? Es stellt sich heraus, dass es Pando war. Ich wusste es. Wir müssen ihn aufhalten. Mal sehen, was werden Wulfo, Piggy und Cat jetzt tun, um Pando vom Schnarchen abzuhalten? Ich werde ihn aufwecken. Pando stört uns ständig im Schlaf. Wenn man vor dem Schlafengehen zu viel isst, kann man laut schnarchen. Das ist nicht gut für deine Gesundheit. Ich hab's. Das war's. Erinnert ihr euch an die heutige Lektion? Das Zahngefängnis. Wulfo, lass uns zusammen spielen. Du hast vergessen, dir die Zähne zu putzen. Spiel alleine. Ihr macht Mundgeruch nichts aus. Oh, Lucy scheint kein Problem mit Mundgeruch zu haben. Nun, lasst uns sehen, wozu Wulfo Pando ruft. Lucy! Lucy, willst du Polizei spielen? Ja. Auf los! Los! Hilfe, Hilfe! Schaut, es scheint, als Pando geplant hätte, von Wulfo gefangen zu werden. Wow, Wulfo hat diese zwei Zahngefängnisse aus Karton gebaut. Wow! Was ist mit meinem Gefängnis? Wow!
Nein, nach dem Essen und Trinken hat Lucy den Müll nicht rausgebracht und ist zu Bett gegangen. Aber auf Pandos Seite ist es sehr sauber und aufgeräumt. So fühlen sich deine Zähne in deinem Mund. Ach, herrje. Schau dir das an. Die besondere Ballgrube. Lasst uns zur Ballgrube gehen. Oh nein, ein plötzlicher Regenschauer ist gekommen. Lasst uns erst drinnen warten. Schau, alle drei sind so enttäuscht. Wir können die Ballgrube selber machen. Ja. Das ist nicht genug für eine Ballgrube. Wie wär's mit Luftballons? Das ist auch nicht gut. Wenn es nur mehr Plastikbälle gäbe. Wir können den Kopierroboter von deinem Vater benutzen. Nun, das ist eine gute Idee. Lass uns raten. Wird das gut? Komm schon! Wow, mit diesen Plastikbällen können sie frei spielen. Wulfo ist schlau, nicht wahr? 3, 2, 1! Juhu! Wow! Oh! Kinder! Was ist das, Leute? Das ist unser selbstgebautes Bällebad. Oh. So kreativ. Familie Wulfos Laufwettbewerb. Oh. Hallo. Oh. Wir bleiben die ganze Woche bei euch. Die ganze Familie ist heute hier zusammen. Sollen wir was zusammen spielen? Aha. Lasst uns einen Familiensportwettbewerb machen. Meine Damen und Herren, Familie Wulfos Staffellauf wird gleich beginnen. Unser pinkes Team wird bestimmt gewinnen. Unser blaues Team wird bestimmt nicht verlieren. Wir haben hart trainiert. Nun, beide Kinder scheinen sehr zuversichtlich zu sein. Wow,
Was hat Lucy bloß für eine Idee? Auf eure Positionen. Oh, Kinder, der Wettbewerb beginnt gleich. Seid also gespannt. 3, 2, 1, go! Oh! 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 Los geht's! Oh. Wow. Aha! Oh nein, was macht denn der Spielzeughubschrauber hier? Danke. Oh mein Gott, Lucy liegt zurück. Regelverstoß. Pink verliert. Lucy, nur wenn man fair spielt, ist man ein wahrer Gewinner. Dieser Wettbewerb ist, um die Familie zu verbinden. Das ist das Wichtigste hierbei. Tut mir leid. Lass uns die Trophäe zusammenhalten. Wulfus Spaßhotel. Nun, welchen Plan hat Wulfo bloß? Ich möchte ein Hotel aus Lego bauen. Da können wir alle darin spielen. Willkommen, willkommen, willkommen. Lucy, lach ihn nicht aus. Ich liebe deine Idee, Wulfu. Ich helfe dir. Willst du uns helfen? Ja. Lasst uns warten und sehen, wie Papa Wulf und seine Kinder ein Hotel bauen. Wow, das sieht richtig cool aus. Willkommen zu unserem Hotel. Willkommen, willkommen. Wow.
Hurra! Besondere Gäste wie diese mögen das Spaßhotel sehr. Alle schauen so aufgeregt aus. Das ist eine tolle Idee, nicht wahr? Schwarzes Auto oder rosa Auto? Mama! Kannst du uns diese Autos kaufen? Hey! Nein! Opa! Kannst du mir das neue Spielzeugauto kaufen? Nein! Du sollst es für mich kaufen! Hey! Nein! 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 Mein rosa Auto ist besser! Wow! Lucys rosa Auto sieht so hübsch aus. Aber ich bin so neugierig. Wie wird Wulfus schwarzes Auto aussehen? Ich werde Papa mit meinem schwarzen Auto zur Arbeit fahren. Nun gut, hier ist Wulfus schwarzes Auto. Los geht's! Was ist, wenn es regnet? Dein Auto kann auch nass werden. Beide Autos sind toll, aber sie werden uns eine Menge Geld kosten. Warum bauen wir nicht selbst eins? Oh, Wulfu, Lucy und Opa Wolf haben also beschlossen, selbst ein Auto zu bauen. Aber es gibt nur ein Auto, Opa. Diese Seite gehört zu Wulfu und diese Seite ist Lucy. Hurra! Die beiden Geschwister haben sich versöhnt und dekorieren das Auto gemeinsam, Kinder. Lasst uns mal fahren. Lucy lernt über die See. Lucy, schau! Hi, Lucy. Lucy, lass uns etwas über die See lernen. Bist du bereit, mit Lucy etwas über die See zu lernen? Wow, und das ist die Sauerstoff-Meerjungfrau Wulfu. Das Wasser hat ganz viel Sauerstoff. Aber nur die Meereskreaturen können ihn benutzen, weil ihr Körper eine besondere Struktur hat. Ihr müsst Sauerstoffflaschen benutzen, wenn ihr tauchen wollt. Und nun, hier ist sie, die Pflanzenmeerjungfrau Piggy. Hallo? Hallo, es gibt Bäume unter Wasser. Meerespflanzen produzieren auch Sauerstoff. Das sind Seepflanzen. Danke. So
Lucy, lass uns weitermachen. Nun, nun, Lucys Seeunterricht ist noch nicht fertig. Dann lasst uns weiterschauen, Kinder. Hallo. Es gibt hier kein Wasser. Das ist nicht das Meer. Das ist falsch. Das Eis hier ist Wasser. Wenn das Eis schmilzt, steigt der Meeresspiegel. Und nun hat Dr. Cat Lucy die Eismeerjungfrau gezeigt. Cat. Es gibt Unterwasservulkane, glaubst du nicht? Doch. Es gibt viele Vulkane unter Wasser. Sie brechen immer noch jedes Jahr aus. Zum Schluss zeigt Dr. Cat Lucy die Feuerwehrjungfrau Pando. Es war einmal vor langer Zeit, als die Erde entstand. Vier Götter. Die Erde hatte vier Götter. Einer von ihnen ist der Gott des Ackerbaus, Piggy. Ich bin der beste Gott. Oh, und der Feuergott Wulfu ist erschienen. Verloren. Ich bin der Stärkste. Feuer, Feuer! Na, zum Glück. Der Wassergott Pando ist gerade noch rechtzeitig erschienen. Der Feuergott ist doch nicht so stark. Der Windgott ist die Nummer eins. Nein, ich bin der Beste! Nein, ich bin der Beste! Oh nein! Da jeder Gott dachte, er sei der Stärkste, brach der Krieg zwischen den Göttern aus. Das Ergebnis war, dass die Erde in vier Teile gesprengt wurde. Du kannst also auch hilfreich sein. Wir müssen es gemeinsam machen. Hurra! Endlich hatte der Feuergott Wulfu ein Einsehen und rief die übrigen drei Götter an, um die Erde wieder zu erschaffen. Wir müssen uns vereinen, um diese Erde zu schützen. Ja, Ma'am! Ja! Oh, Wulfu hat nicht getroffen und alle lachen ihn aus. Das macht ihn extrem wütend. Ich hasse euch! Weißt du, deine Gefühle in dir, die kontrollieren dich. Die Gefühle kontrollieren mich. Aha. Schauen wir uns die verschiedenen Gefühle innerhalb eines menschlichen Körpers an.
Ich habe Angst, dass Bufo ihn schlägt. Bufo wird immer gehänselt. Komm schon, Baby, lächel. Es ist nur eine Kleinigkeit, wir sollten glücklich sein. Ich bin so sauer, Wulfu kann nicht so gehänselt werden. Hey, beruhig dich. Oh mein Gott, das Gefühl der Wut ist völlig außer Kontrolle. Hey Leute, wir müssen ihn aufhalten. Ich hasse Bufo! Siehst du, dein Wutgefühl ist zu stark. Willst du deinen anderen Gefühlsfreunden helfen? Lass uns gehen, Mami. Mal sehen, wie Super Wulfu den anderen Gefühlen helfen wird. Ich werde euch retten. Oh nein, diese Wasserpistole kann die Wut nicht besänftigen. Was soll Wulfu bloß tun? Kontrollier deine Wut. Lass nicht zu, dass sie dich kontrolliert. Jawohl. Lucy und ihr Koffer. Gute Arbeit. Ich kann mehr bringen. Ach du meine Güte. Lucy hat zu viel Zeug dabei. Deshalb lässt sich ihr Koffer nicht mehr schließen. Ich glaube, dein Koffer ist zu schwer. Er kann sich in einen Teufel verwandeln. Warum, Papa? Hören wir uns Daddy Wolfs Geschichte an, um zu erfahren, warum. Ich kann mit den Sachen da drin nicht umgehen. Oh nein. Und jetzt steht der Koffer absichtlich gegen Lucy und macht ihr das Bewegen schwer. Daddy, Wulfu, helft mir! Oh nein! Oh, was sollen die drei Wölfe der Familie Wolf tun? Oh.
einen schweren Koffer tragen. Wir sollten nur das Nötigste mitnehmen. Ich liebe diesen leichten Koffer. Hurra! Der Koffer hat sich in einen Engel verwandelt. Denkt daran, nehmt immer das Richtige mit, wenn ihr reist. Warte, Lucy!